Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum Challenge. Diesmal wirklich nicht so wie im letzten Video. Ich habe ein bisschen umgestaltet und ich glaube, ich habe euch das noch nicht gezeigt. Die kleine Luna hier, die gleich aufstehen muss, ich wechsle sie jetzt gleich mal auf, weil bald kommt der Schulbus. Sie hat ein neues Bett bekommen und ich bin mir nicht sicher, ob sie den Nachttisch vorher schon hatte. Oh, und Svea hat Geburtstag, okay, cool. Und ein neues Bild und ich glaube, das war alles, was ich hier in diesem Zimmer gemacht hatte. Und dann, ich schicke sie mal ganz kurz frühstücken. Gegrillter Käse, genau. Dann wollte ich eigentlich hier das Schlafzimmer für Nina und Sienna einrichten, aber irgendwie hatte ich hier gewisse Probleme. Ich habe hier das Bett reingestellt, so vor die Fenster hier. Und dann konnte man aber nur eine Bettseite benutzen. Und ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Ich glaube, es hat was zu tun, damit zu tun, dass hier der Cursor auch so komisch wird. Und ich weiß nicht, warum man da nicht hingehen kann. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe erst gedacht, dass es vielleicht an diesem Vordach liegt. Falsche Richtung. Dass es hier an diesem Vordach liegt, aber ich habe es weggemacht und es ging trotzdem nicht. Deswegen, ja, ich weiß nicht genau. Deswegen, ich habe jetzt hier unten einfach neue Möbel reingestellt. Fridolins Körbchen ist hier rüber gewandert. Und die beiden haben jetzt. Bella, was machst du denn? Die beiden haben jetzt ein Bett auf jeden Fall, ein neues und Nachttische und zwei sehr schöne Lampen. Ja, ich muss noch irgendwie eine Lösung finden, wie man den ersten Stock dann benutzen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier was verändert habe oder ob ich das schon vor der letzten Folge hatte. Ich glaube, das ist neu. Auf jeden Fall, der Teppich ist neu, die Stühle und ich habe das alles ein bisschen weiter weg von den Fenstern gestellt. Das hatte den Hintergrund, dass ich eigentlich ja hier drüben das Wohnzimmer einrichten wollte. Ja, toll, jetzt hast du es geschafft, Bella alle aufzuwecken. Vielen Dank auch. Ja, aber nachdem wir jetzt oben das Schlafzimmer nicht benutzen können, können wir hier auch jetzt erstmal noch nicht das Wohnzimmer einrichten. Naja. Die kleine Luna geht jetzt in die Schule. Und, oh Mann, Bella, warum hast du die jetzt aufgeweckt? Sienna? Musst du jetzt wirklich den Honig trinken, den ich für Elixiere eigentlich gekauft hatte? Was ist denn mit dir? Oder geerntet hatte? Ja, gut, aber dann kann Nina jetzt frühstücken. Und Sienna, die sich jetzt den Honig reingezogen hat, kann hier aufgehen und sich um Svea kümmern. Oh nein, Svea schläft noch. Dann kümmere ich mich jetzt noch nicht um Svea. Was machst du? Napf füllen. Ja, dann geh den Napf auffüllen. Oh nein, blockiert Bella jetzt hier gerade den Kühlschrank. Well. Okay. Vielleicht muss ich für die Futternäpfe einen neuen Platz finden. Ich kann die hier so hinmachen. Wenn man dann hier noch durchgehen kann. Oh, müsste eigentlich funktionieren, oder? Hat Nina jetzt die ganze Zeit gewartet und gar nicht aufgegeben? Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt. Kannst du dir auch was holen, Sienna? So, und dann gucke ich mal, wie die Lage im Garten ist. No, schon wieder zu weit. Hier habe ich vergessen, was wieder anzupflanzen. Okay, ein unfruchtbarer Tomatenstrauch. Aber sonst sieht ganz gut aus. Wir können wieder ganz viele Kaffeebohnen ernten, wie ich sehe. In hervorragender Qualität. Und in perfekter Qualität, sehr gut. Können Zwiebeln abernten. Können wir Trüffel ernten? Nein. Oder? Sieht nicht so aus. Was können wir denn ernten? Von den Pilzen können wir, glaube ich, gar nichts ernten. Na gut. Sehr schade. Oh, aber wir können Knoblauch abernten. Und Salat und Kartoffeln. Und Wassermelonen. Die sehen cool aus. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut geworden, die Wassermelonen. Ja. Und dann gucken wir noch ganz kurz in den Keller. Okay, hier sieht es jetzt auch nicht weiter spannend aus. Wie geht's dir, Oskar? Geht es dir gut? Ich glaube, es geht ihm gut. Geht's dir gut? Ja. Schön. Okidoki, was machen wir denn jetzt? Soll ich sie nochmal hinlegen lassen? Nee. Nee. Nina möchte Bella einen Schmatzer geben. Auch wenn sie das nicht verdient hat, wenn ich das mal so sagen darf. Weil sie die beiden gerade aufgeweckt hat. Vielleicht sollte ich die einfach aus dem Schlafzimmer verbannen. Aber dann müsste ich auch Fridolin verbannen. Und dann muss ich hier den Katzenkorb hier umstellen. Und Schmetterlinge, Schmetterlinge. Geh mal hier raus, Sienna, und fang die ein, bitteschön. Oh nein, unser Schneemann sieht ganz traurig aus. No. Armer Mr. Schneemann. Wer hat dir das angetan? Oh, hier fliegt ein Schmetterling ins Bild. Das passt gerade super gut zum Rest des Bildes. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Yeah, sie hat es geschafft. Was haben wir denn gefangen? Ein grüner Schwalbenschwanz-Schmetterling. Wofür kann ich den benutzen?
Mal ganz kurz gucken. Brauche ich den für irgendwas Bestimmtes? Ja, für das Jungbrunnen-Elixier. Nein, nicht dein Ernst. Das war der, den ich so ewig lang gesucht hatte. Über 2 Folgen haben wir den gesucht, weil ich den nirgendwo gefunden habe. You gotta be kidding. Und dann haben wir ihn endlich gefunden und wir waren zu spät dran. Er ist einfach verschwunden, als wir ankamen. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal Svea aufwecken. Oder? Oder soll ich die ausschlafen lassen? Nee, komm. Wir wecken sie jetzt mal auf. Weil sie stinkt. Da kannst du ihr auch eine Flasche geben, eigentlich. Ich muss hier die Möbel wiederfinden, die ich hier hatte. Die sind irgendwie bei meiner Custom-Content-Aussortier-Aktion verloren gegangen, was ich sehr traurig finde. Ich muss wieder rausfinden, wo ich die her hatte, weil die waren aus irgendeinem Blogpost. Ich glaube, von euch hat mir die jemand verlinkt oder auf Facebook. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall muss ich die wiederfinden, weil die waren so schön. Das waren ja diese Conversions von Sims 2. Ich will die unbedingt wieder haben. Kleiner Schrei halt. Oh, ich glaube, wir werden noch sehr viel Spaß haben mit Svea. Okay, dann. Oh, der Schnee schmilzt. Oh mein Gott, der Schnee schmilzt. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Bisschen wie so grün-weiße Kuhflecken über die ganze Welt verteilt. Was ich eigentlich machen wollte, bevor mich der Schnee abgelenkt hat. Sienna, kümmere dich mal um deine Kräuter. Und Nina, was machst du? Geschichten einer werdenden Mutter lesen. Nee, das musst du jetzt nicht lesen. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Du bist keine werdende Mutter mehr. Du bist schon zweifache Mutter. Geh mal deine Tomate wieder anpflanzen. Die sieht ein bisschen traurig aus. Ganz dezent traurig. Nee, ist gerade Frühling. Oh ja, es ist Frühling geworden. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Okay. So, und wenn du das erledigt hast, dann kannst du hier dich um die anderen Pflanzen noch kümmern. Werden wir heute befördert? Ja, vielleicht. Uns fehlen noch 1900 Simoleons. Das wäre natürlich sehr schön. Und Sienna, was machen wir mit dir heute? Wie viele Sachen haben wir jetzt angewendet? Wir haben 7 von 50 Chemie-Elixieren. Das brauche ich gar nicht. 7 von 50 Elixieren haben wir angewendet, um ihren Lebenswunsch zu erreichen. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich mit so vielen Elixieren machen soll, ehrlich gesagt. Fiole voll Freude, die könnte man sicher ab und zu mal einwerfen, aber. Was macht das Heilelixier? Magisches Leid verschwindet, wenn man sich zum Beispiel in so einen Frosch verwandelt, in so eine tragische Kröte, oder wie das heißt. Wenn man dieses Teleportationsdingens so oft benutzt. Ich meine, wir könnten Fiolen der Erleuchtung herstellen und sie dann trinken. Vampirischer Sonnenschutz, Fähigkeitenverbesserer können wir öfter mal anwenden. Aber sonst. Klonportion. Werde ein Simbot und erhalte einen glänzenden Körper aus Metall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte, ehrlich gesagt. Okay, damit kann man einen Werwolf werden. Starker Fähigkeitenverbesserer. Können wir den. Was brauchen wir dafür? Beliebiger Edelstein, rote Baldrianwurzel und Helmlinge. Das ist ja gar nicht so schwierig. Fiore des abgefüllten Gins. Wunscherfüllungsserum. Vielleicht finden wir einfach noch ein paar Elixiere raus. Was meint ihr? Wie viel Prozent haben wir schon? 75%. Okay. Dann können wir ja noch ein paar Sachen rausfinden, die vielleicht dann ganz nützlich sind für uns. Was macht Luna denn schon wieder? Wo treibst du dich rum? Sind die gerade auf einem Ausflug? Ah, die sind im Krankenhaus. Okay. Oh, ist das schön, dass jetzt wieder alles grün ist und kein Schnee mehr liegt. Ich meine, der Schnee war auch schön, aber. Irgendwann ist dann nochmal gut. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nach Hause und nicht zu Luna zoomen. Da sind wir wieder. Wie weit bist du gerade, Sienna? Fast fertig. Dann machen wir hier noch ganz kurz fertig. Und dann erforschen wir weiter Alchemie. Nein, bleib hier unten. So, hier. Alchemie recherchieren. Was macht Nina? Ich dachte, ich hätte sie kichern gehört. Und dachte, sie hätte sich schon wieder ablenken lassen. Nein, meine ganzen. Nein, so viele Pflanzen sind gestorben. Oh Gott. Die sind alle tot. Oh, wie traurig. Wie traurig. Ich meine, sie wachsen schnell wieder nach, aber es ist trotzdem ein bisschen traurig. Machen wir kurz ein bisschen schneller. Luna kommt sofort aus dem Faradayschen Käfig.
Okay, dann können wir uns jetzt an das langwierige Projekt machen. Erstmal möchte ich hier diesen Wunsch einloggen, zusehen, wie Luna erfolgreich älter wird. Oh, Moment, Moment, was? Sie hat das Rezept für abgefülltes Hexengebräu gelernt. Was ist das? Verleihe das Geschenk der Zauberei, indem du dir. Kann ich nicht lesen. verleihe das Geschenk der Zauberei, indem du einen. Was ist denn mit mir? Indem du einen Sim in eine Hexe verwandelst. Dafür brauchen wir eine Kröte, einen Hellenkäfer und einen Mondstein. Haben wir das? Wir haben 9 helle Käfer, also daran scheitert es nicht. Gelber Saphir, Smaragd, Rubin. Ja, Tansanit, Edelsteinstaub, aber wir haben keinen Mondstein. Ja, da müssen wir wohl Mondsteine auftreiben, damit wir Sienna in eine Hexe verwandeln können. Aber jetzt werde ich erstmal hier mich um die Kaffeebohnen kümmern. Beziehungsweise Nina darf das machen. Viel Spaß, Nina. Oh Gott, jetzt müssen wir die alle wieder anpflanzen. Jede einzelne. Oh, Luna Lothario hat von ihrem Ausflug zum wissenschaftlichen Labor ein Souvenir mitgebracht. Und hatte jede Menge Spaß. Was hast du denn mitgebracht? Ein Molekülmodell. Ach nein. Jedes Mal. Sie hat das Rezept für glückliches Händchen gelernt. Okay. Jedes Mal vergesse ich, dass man hier nicht, dass ich hier nicht die Person wechseln kann. Mit dieser Replant-Funktion. Kona-Bohne war das hier, ne? Maui, Cortado, Kona. Oh Gott. Jetzt müsste sie sie anpflanzen können. Und ich guck mal ganz kurz. Svea geht es nicht so gut. Sie braucht Liebe. Nina macht das mal ganz kurz. Hier, kuscheln, spielen. Brauchst du was zu essen? Ja, schadet nicht. Das schadet nicht. Ist Luna schon zu Hause? Nein, Luna sitzt noch im Schulbus. Wie? Wollen wir mitfahren? Oh, halt, stopp, was lag hier neben der Straße? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Meteorit? Nee. Das sieht ja cool aus. Was ist das? Leute, ist das ein Regenbogenstein? Das ist mir noch nie aufgefallen. Was zu. Zieh, ne? Was machst du gerade? Alchemie recherchieren. Wenn du fertig bist, kommst du bitte hier rüber und sammelst das ein. Das sieht ja unfassbar cool aus. Was wäre das bitte? Was wäre das bitte für ein Glück, wenn das jetzt der Regenbogen, nicht der Regenbogenstein wäre, sondern der Mondstein? Das wäre doch. Das wäre der Wahnsinn. Sieht das cool aus? Den kann man sich auch einfach ins Wohnzimmer legen. Was sind hier Samen? Seltener unbekannter Samen, seltener ungewöhnlicher Samen. Das brauchen wir nicht. Das ist langweilig. Sie hat das Rezept für stark belebendes Elixier gelernt. Sehr gut, dann kannst du jetzt dich auf den Weg machen, diesen Stein einsammeln. Und ich wollte noch ganz gucken, was das war, was sie vorher gelernt hat. Das war glückliches Händchen oder so. Wo ist es? Hier, glückliches Händchen. Damit erhältst du die Fähigkeit, Objekte und andere Sims in Gold zu verwandeln. Sims? Ich kann mich an Leute umbringen. Es gibt immer genau zwei. Ich hab den Eindruck, es gibt immer genau zwei Fragen beim Sims-Spielen. Erstens, kann ich da ein Techtelmechtel haben? Und zweitens, kann ich so andere Sims umbringen? Wie geht's dir jetzt? Gut, dann können wir dich wieder zurück in dein Bett befördern. Dann machen wir kurz Pipi-Pause und dann geht's weiter im Garten. Oh, ja, ganz schöne Arbeit heute, wenn wir das hier alles neu anpflanzen müssen. Aber ich meine, ich werde mich nicht beschweren. So, dieses Gewächshaus nimmt uns so viel Arbeit ab. Aber vielleicht machen wir es so. Schicke ich sie mal hier so manuell raus und dann kann ich noch mal ganz kurz gucken, was Luna macht. Sie macht ihre Hausaufgaben. Du braves, braves Kind. Und sie möchte Bella ein Leckerchen geben. Und für außerschulische Aktivität anmelden. Nein, das möchte ich nicht, danke. Oh, wie ernst die aussieht. Eine Pretzel gesagt. Was? Okay, es war kein Mondstein, es war ein Seelenfrieden. What? Ich wusste gar nicht, dass man den hier finden kann, aber klar, es ist ja eine Custom-Mini-Hexe.
Welt. Also eigentlich kann man hier theoretisch wahrscheinlich alles finden. Wo ist unser Sammelhelfer? Was mache ich denn mit dem Seelenfriedenstein jetzt? Ich kann ihn nicht einfach verkaufen, der ist voll selten. Zu schade, dass wir nicht demnächst einer Mumie gegenübertreten, weil sonst hätten wir uns damit von dem Fluch heilen können. Aber okay. Wo ist mein Sammelhelfer denn jetzt? Sammelhelfer, Sammelhelfer. Wo ist der Sammelhelfer? Hä, wieso hat Nina den? Warum kann ich den jetzt nicht übertragen? Okay, komm nach Hause hier noch. Ich brauche einen Mondstein. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du hast Objekte im Wert von 6.956 Simoleons verkauft. Wunscherfüllungsserum für 4.200 Simoleons. Holy shit. Vielleicht sollten wir mehr Wunscherfüllungsserien herstellen. Oh, Luna ist fertig mit Hausi. Nein, 22%. Aber Fridolin hat angegriffen werden. Fridolin hat andere Pläne für Luna. Oh mein Gott. Was hast du vor, kleiner Mann? Ich muss hier näher ran. Vielleicht von der anderen Seite. Damit hier der Lavendel nicht im Weg. Ups, nicht im Weg ist. Mein Gott, was? Das habe ich noch nie gesehen. Ich meine, vielleicht ist es mir bisher einfach entgangen, aber. Das ist ja nice. Oh mein Gott. Hat sie einfach angesprungen. Die Frage ist, meint er das jetzt liebevoll? Oder möchte er sie umbringen? Wobei, das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ich kann es mit meinen eigenen Katzen auch nie wirklich beantworten. Die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Seit ich ausgezogen bin, das ist so traurig. Wie mache ich denn hier? Was ist jetzt hier der beste Blickwinkel? Das hier vielleicht. Das sieht so bescheuert aus. Was machst du denn, Fredo? Was machst du da? Oh mein Gott, er hat sie einfach umgeworfen. Was? Was war das denn? Also, hallo, ich glaube, es hakt. Das lassen wir dir nicht durchgehen, kleiner Mann. Verstärkende Maßnahmen, ausschimpfen für aggressiv sein. Vielleicht habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, weil ich normalerweise keine aggressiven Haustiere habe. Du böse Katze, ich glaube, es hakt. Können wir ihn auch für irgendwas loben? Für verspielt sein. Und für ordentlich sein. Holy moly. Angriffslustiges kleines Monster. Fridolin Lothario hat das Merkmal ordentlich erhalten. Er putzt sich jetzt häufiger selbst, um sauber zu bleiben. Okay. So, dann kannst du jetzt deine Hausaufgaben weitermachen, Luna. Und ich schieb kurz von Ninas Inventar hier den Sammelhelfer zu Sienna. Sammelhelfer. Und dann können wir nämlich uns auf die Suche nach Steinen machen. Was machst du? Futter von Oskar nachfüllen. Ja, das ist in Ordnung. Sie wünscht sich eine Einrichtung zu besitzen. Das lösche ich mal weg und logge das hier stattdessen ein Simmesuch. Haben wir schon 55.000 Simoleons? Nee, Nina, du machst das jetzt bitte nicht. Du lässt Oskar jetzt in Ruhe. Da kümmert sich Sienna jetzt schon drum. Du kommst jetzt hier raus und kümmerst dich darum, dass die ganzen Kaffeebohnen wieder angepflanzt werden. Please. Thank you. 5 Stunden später sind wir hier dann auch irgendwann mal fertig. So, wie viele haben wir noch? Ein paar. Ich liebe diesen Replant-Mod wirklich sehr, aber man muss so aufpassen, dass man da nicht die Person wechselt oder so. Weil sonst brechen sie das einfach ab. Okay, so, was haben wir hier drüben noch? Wir haben eine Kopfsalatpflanze. Ist das eine Wassermelonenpflanze? Oh, da hat schon wieder jemand gekotzt. Das ist so ein ekliges Geräusch. Was zum. Nina? Ach, Svea hat Geburtstag. Das hätte doch jetzt echt Sienna übernehmen können, oder nicht? Okay. Okay. So, jetzt macht sie auch natürlich nicht weiter. Ganz, 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 ganz toll, Nina. Ganz, ganz toll, Nina. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Wassermelone, glaube ich. Gehen die mal da pflanzen jetzt bitte. Und wir gucken mal, wie sich Svea entwickeln wird. Hui. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ich glaube, Svea braucht dringend eine Umstylung. Ich finde das nicht so schön, was sie anhat. Sienna, geh mal hoch und bade sie. Ach, Sienna hat schon gepennt. Warum hast du schon gepennt?
Was soll das denn? Ich kann auch noch nicht schlafen. Wie sieht's hier aus, Nina? Was hast du denn an? Was ist das für ein Outfit? Ist das dein Auto-Outfit? Oh, ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder komplett den Überblick über mein Custom-Konto habe. aber es ist so cool mit CC Magic, dass das alles gemerged wird. Und ich bilde mir ein, dass mein Spiel auch sehr, sehr, sehr viel flüssiger läuft als vorher. Bis auf den 7 Uhr morgens Lag. Wobei, hatten wir den heute? Ich weiß gar nicht, ob wir den heute hatten. Kann mich nicht erinnern. So. Nina, dann kannst du dir jetzt noch einen Hamburger holen und schlafen gehen. Und wie sieht es hier oben aus? Ganz gut eigentlich. Können vielleicht noch ein bisschen kuscheln, um das Sozialbedürfnis aufzufüllen. Ja, einmal, wo ist in die Luft werfen? Einmal hoch in die Luft werfen. Ich finde, das ist so eine witzige Interaktion. So, und dann kannst du ja jetzt auch schlafen gehen. Was machst du denn da schon wieder, Luna? Ich hasse es, wenn du das tust, das weißt du doch. Hör bitte auf damit. Gut, jetzt kannst du dir was zum Abendessen holen. Kommt sie hier noch schon? Ja. Hoffentlich haben wir jetzt noch 2 Portionen im Kühlschrank. Das wäre jetzt sehr bitter. Okay, sieht gut aus. Oh, die arme Sienna ist auch saumüde. Fridolin, hast du da hingekotzt? Das ist ekelhaft. Was macht Bella? Bella schläft. Frido, was machst du? Herumrennen. Okay. Okay. Er möchte sich im Kratzbaum austoben. Blick schweifen lassen. So, was machen wir mit Luna noch? Oh, sie möchte mit Frido sprechen. Das können wir nicht machen. Fridolin, bleib doch mal stehen. Ich kann dich gar nicht anklicken. Was soll das denn? Könnt ihr mal rufen nach dem Essen? Wie ist denn eure Beziehung? Oh, sie ist gar nicht so schlecht dafür, dass er sie heute einfach angesprungen und umgeworfen hat. Wo ist er denn jetzt hin? Frido? Fridolin? Fridolin? Ach, was machst du denn da? Schleichst du dich jetzt an Bella ran? Nee. Aber warum schläft Bella hier draußen? Das ist voll kalt. Okay, versuchen wir nochmal ihn zu rufen. Vielleicht kommt er ja diesmal. Oh ja, er kommt tatsächlich. Ich bin ein bisschen überrascht. Na, du kleiner Satansbraten. Das ist so ein kleiner Satansbraten. Schaut euch dieses unschuldige Gesicht an. Es lügt. Es lügt. Er ist das personifizierte Böse. I'm telling you. Wo bist du? Wo bin ich? Hier. Wollte ein bisschen näher ran. Das ist doch eine viel hübschere Kameraperspektive, oder? Wie kann ich nochmal drehen? Punkt und Komma? Ja, okay. Hui. Kleiner Stubentiger. Bösartiger. Okay. Genug fotografiert. So, jetzt können wir... Was war nochmal der Wunsch? Mit ihm reden, glaube ich. Zuneigung. Reden mit. Danach kannst du auf die Toilette gehen. Oh, sehr gut. Okay, dann geh mal kurz auf die Toilette und dann darfst du dich in dein wunderschönes neues Bett begeben von Around the Sims übrigens, falls sich jemand holen möchte, die Bettwäsche auch. Und ich denke, das war's erstmal für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst einen Daumen nach oben da. Lasst gerne einen Kommentar da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns sehr bald in einem neuen Video. Ich werde wahrscheinlich heute noch ein neues Tutorial aufnehmen. Also haltet die nächsten Tage die Augen auf. Sagt man das so? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob das ein korrekter deutscher Satz ist. Aber ist auch egal. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.